Hey, alles klar? Hi. Wann ist Marlene inzwischen wieder aufgetaucht? Was meinst du? Es ist nur, weil sie anscheinend doch in der Notaufnahme war. Einer der Schwestern hat sie erkannt. Sie hat dann länger gesessen und ist dann irgendwann einfach gegangen. Sag mal, als Arzt, da hast du doch die Schweigepflicht, oder? Ja, sicher. Das heißt, wenn ich dir jetzt was erzähle, dann musst du das auch wirklich für dich behalten. Also in diesem Fall nennt man das Freundschaft, aber klar, du kannst mir vertrauen. Marlene. Sie ist vergewaltigt worden. Was? Aber deswegen hat sie sich nicht untersuchen lassen. Was? Sie hat sich gar nicht untersuchen lassen? Das heißt, das Krankenhaus hat überhaupt keine Anzeige bei der Polizei erstattet. Marlene muss sich unbedingt innerhalb von 24 Stunden untersuchen lassen. Nur dann hat sie diese sogenannte rechtssichere Dokumentation. Das ist sehr wichtig fürs Gericht. Sie muss auch selbst Anzeige erstatten. Das Krankenhaus, das macht da gar nichts. Das darf doch alles nicht wahr sein. Pass auf, wenn Marlene dazu bereit ist, dann mache ich die Untersuchung. Ganz diskret und sie muss mir auch nichts erklären. Aber sie hat hinterher was in der Hand, was sie vor Gericht verwenden kann. Im Moment sieht es nicht so aus, als ob man sie zu irgendwas bewegen könnte. Ich weiß überhaupt nicht, was ich tun soll. Ich kann da noch nicht mal mit irgendwem darüber reden. Wenn du willst, dann kann ich dir die Nummer von der Hotline geben. Da können Angehörige und Opfer Hilfe bekommen. Auch wenn man nur mal reden will. Ja, das wäre gut. Danke. Klar. Ich hab Durst. Könntest du mir vielleicht ein Wasser? Oder vielleicht einen Kakao? Ein Glas Wasser. Hol ich dir, mein Schatz. Ich lasse euch da mal alleine. Ich habe mit Daniel gesprochen. Bitte raste jetzt nicht aus, er steht unter Schweigepflicht. Er hat mir erzählt, dass du dich nicht hast untersuchen lassen. Du hast mir versprochen, dass du es niemandem erzählst. Marlene, du musst dich untersuchen lassen. Sonst hast du später keine Chance, wenn es doch zum Verfahren kommt. Nein. Wir müssen diesen Typen anzeigen. Ich kann das nicht. Es bringt doch sowieso nichts. Natürlich bringt das was. Daniel kann dich untersuchen. Er macht das ganz diskret und das geht auch ganz schnell vorbei. Schnell vorbei. Ich müsste mich zeigen, mich anstellen lassen, dass ich kann das nicht. Ich bin bei dir. Ich komm mit. Und danach hast du es hinter dir und dann führst du. Danach, das ist doch genau das Gegenteil. Wenn es in einem Prozess käme, dann ging es doch erst richtig los. Die Fragen, die Blicke, ich stehe das nicht durch. Wieso sollte mir überhaupt irgendjemand glauben? Wieso? Weil das die Wahrheit ist. Das hier.
Das ist seine Wahrheit. Und das ist auch das, was die Polizei glauben wird. Vielen Dank. Sie haben mir schon sehr weitergeholfen. Mit wem hast du da gerade telefoniert? Mit deiner Beratungsstelle. Hast du denen meinen Namen gesagt? Nein, das ist alles ganz anonym. Wieso hast du da angerufen? Wieso? Weil ich nicht mehr weiter weiß. Ich will dir helfen und ich habe keine Ahnung wie. Du liegst in deinem Bett und starrst die Wand an. Du erschrickst sogar, wenn das Telefon klingelt. Du hast gerade einen Albtraum hinter dir. Und es macht mich fertig, dass ich nichts für dich tun kann. Ich will dich ganz bestimmt zu nichts drängen. Aber du musst ein paar Entscheidungen treffen. Und ich will einfach, dass du das Richtige tust. Denk doch noch mal drüber nach. Bitte. Ich will einfach nicht, dass du später dastehst und keine Beweise hast. Wir könnten Fotos machen. Ich helfe dir dabei. Und ob du sie später nutzen willst, das ist ganz allein deine Entscheidung. Soll ich wirklich? Ja. Wo? Vielleicht einfach hier?